Werten guten Tag und willkommen auf dem Minecraft Community Server, der jetzt inzwischen, ich glaube, ein, zwei Monate läuft. Und ich dachte, ich nutze mal die Gelegenheit, jetzt wo der Hype so ein bisschen abgeklungen ist, ne, ihr kennt das ja mal, man hat Bock auf ein Minecraft-Projekt, dann fängt man an, irgendwas zu bauen und mit den Leuten zu spielen. Und so nach einem Monat oder zwei, da gehen die meisten aber schon wieder weg. Aber es ändert nichts daran, dass hier wirklich phänomenale Bauwerke entstanden sind. Und ich dachte, ich nutze mal so ein Video, um zu zeigen, was wurde so gebaut, um auch eure Leistung zu verewigen. Fangen wir mit Lordaeron an. Das ist mitunter die größte Stadt auf dem ganzen Server. Hier haben sehr, sehr viele Leute verschiedene Sachen gebaut. Die wollen wir uns mal angucken. Hier ist das noch der dritte Distrikt, heißt es, glaube ich. Also das mehr oder weniger Armenviertel. Also in der Stadt gab es tatsächlich Unterschicht, Mittelschicht und Oberschicht und so. Es war ganz interessant, ein soziales Experiment fast schon. Hier sind zum Beispiel schon die besseren Häuser, ne? Hier Lucas Sky, der gibt immer in seinen Bauwerken gibt er immer an. Das ist sehr schön. Guck mal, ah ja, genau. Mit so einem Treppenhaus und Kronleuchter. Alles sehr, sehr schick. Bestimmt nicht wenig Zeit reingeflossen. Ich kann sowas ja nicht bauen, ne? Also hier ist mein Geständnis, bei sowas bin ich komplett raus. Generell in Minecraft so aus dem Nix sowas erschaffen, kann ich gar nicht. Ich meine, gut, manche gucken sich Tutorials an und so, aber das ist nicht mein Metier. Hier haben wir die Sternwarte von Chaoskrone. Mit einem schönen Kupferdach, was inzwischen ziemlich korrodiert ist. Also ganz andere Färbung. Auch sehr, sehr schön. Generell müsst ihr euch mal, also ihr müsst euch mal vor Augen führen, wie viel Zeit die Leute hier investiert haben. Hier diese ganzen Häuser am Wasser. So eine riesige Stadt hier. Achso, das Schloss habe ich noch gar nicht gezeigt. Das kann ich auch noch zeigen. Wo der König, der Lord Protector Tamil drin sitzt. Neben dem Vulkan. Auch sehr, sehr schön geworden. Also ich will dieses Video dazu nutzen, nur so einen groben Überblick zu geben. Ne? Ich will jetzt nicht in jedes Gebäude reinfliegen und dann so gucken, wie das so aussieht. Eher so eine grobe, ja, so eine grobe Übersicht, sag ich, was hier so gemacht wurde, weil das schon sehr beeindruckend ist. Hier hat jemand vom Kuchen genascht. Ganz eindeutig. Ich glaube, es gibt auch schon einen Thronsaal. Ah ja, hier. Hier soll, glaube ich, noch der Thron reinkommen. Genau. Auch so eine schöne Mauer. Und apropos Mauer, das erinnert mich hier an die Brücke. Die Brücke ist meiner Meinung nach einer der faszinierendsten Sachen, die hier in dem Projekt gebaut wurden. Und zwar von Kale. Der hat nämlich eine Brücke gebaut. Und zwar was für eine? Guckt euch das an. So eine riesige, riesige Steinbrücke mit mehreren Häusern drauf. Können wir auch nochmal näher angucken hier. Zum Tor und ganz vielen Häusern. Lamas stehen hier sogar auch. Lampen und so, schöner Stil, hier auch ein bisschen kupfermäßig unterwegs. Sehr viel Liebe ins Detail. Auch der Stil passt sehr gut zur Stadt. Das ist schon sehr beeindruckend, was hier gemacht wurde. Hier war, glaube ich, der ursprüngliche Plan, eine Hafenstadt zu machen. Aber ich glaube, diese Brücke hat einfach sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Vielleicht kommt die aber noch, weil das Projekt läuft übrigens auch noch ein bisschen. Ah, guck, da wurde es vielleicht sogar angefangen, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, hier wurde schon der Steg, ja, angefangen. Genau, genau. Also das Projekt läuft noch tatsächlich. In der Videobeschreibung ist die IP, da könnt ihr gerne immer noch drauf joinen und spielen. Das Projekt fadet jetzt so langsam aus, aber falls ihr da Bock habt, noch irgendwas zu verewigen, sehr, sehr gerne. Und hier ist tatsächlich auch eine Sache, die ich gebaut habe, wo man von der Brücke aus drauf schauen kann. Und zwar, ihr kennt ja meinen Cthulhu-Fanatismus, so eine Cthulhu-Statue aus dem Wasser ragend. Warte, hier. Also so ein Tentakelmonster, wenn man so möchte. Ne, mit so Tentakel, die in alle Richtungen schießen, grünen Augen und hier noch so eine kleine Plattform. Hier wollte ich auch... Ich hatte sehr große Pläne, weil Minecraft ist mein Problem immer, dass ich so riesige Ideen habe für versunkene Städte und Bibliotheken und dann baue ich am Ende so eine Statue und dann komme ich zu nichts. Aber ich finde, die ist eigentlich ganz gut geworden. Das kleine Secret hier ist, man kann auf die Tentakel klettern. Tatsächlich, ich glaube hier hinten geht das, genau mit der Leiter. Da kann man hier so ein kleines Jump'n'Run machen. Und wenn man das schafft, dann kann man in den Kopf rein. Und im Kopf soll dann hier eigentlich der Eingang, genau, zur Bibliothek und so sein. Aber ist alles leider noch nicht fertig geworden. Vielleicht baue ich aber noch dran, mal schauen. Genau, aber auf jeden Fall kann man von der Brücke aus den Cthulhu bewundern. Mein kleines Projekt. Ja, das war es soweit mit Lordaeron. Also das ist immer noch die größte Stadt, weil hier eben so viele mitgewirkt haben. Aber es gibt auch andere große Städte und da fliegen wir jetzt mal hin. Hier haben wir die kleine Pilzstadt Charter. Nämlich so, dass bei diesem System auf dem Server, je mehr Leute an einer Stadt mitbauen, desto einen höheren Rang hat die Stadt quasi. Also es fängt an mit einem Dorf und dann geht es weiter mit Stadt und
Großstadt, Metropole und so weiter. Von daher gibt es auch viele solche kleineren Einrichtungen. Ich werde jetzt nicht jede zeigen, aber wie gesagt, ihr könnt ja gerne im Server beitreten und ja selber alles mal angucken. Hier gibt es zum Beispiel so einen kleinen netten Stützpunkt. Einmal noch in Arbeit mit so einer kleinen Kapelle, glaube ich. Auch sehr, sehr schick gemacht. Ich finde besonders das finde ich super. Also so eine Fleischkeule. Echt keine schlechte Idee. Und hier haben wir nochmal eine größere Stadt, und zwar die UdSSR. Scheinbar wieder am Aufblühen. Das sieht auch sehr schick aus. Habe ich übrigens auch noch nicht gesehen. Die meisten Sachen habe ich gar nicht gesehen, weil ich war hauptsächlich in Lordaeron unterwegs. Normalerweise fliege ich ja nicht so durch die Welt, sondern man ist ja im Survival und dann ist das Herumreisen vielleicht auch ein bisschen anstrengender. Sehr, sehr schön. Wobei, man kann sich hier auch, glaube ich, teleportieren und so. Es gibt verschiedene Stadtsysteme. Das ist ein Frosch? Was? Aha. Wann gibt es Frösche in diesem Spiel? Ja. Ist auch schick. So eine Art Sumpfdorf, wenn man so möchte. Oder Stadt. Eine Metropole ist es, glaube ich, sogar. Aha. Da wurde dick gemeint. Und hier rote Laser. Markieren die irgendwas? Das wirkt so episch. Hier wird man eigentlich so ein riesiges Gebäude vermuten, aber vielleicht wird das auch noch gebaut. Andererseits, es kommt ja aus dem Boden. Aha. Was ist denn hier los? Okay. Das ist scheinbar eine gigantische Höhle. Also wirklich gigantisch. Also das hier auszubuddeln, das dauert ja Jahre. Tja, vielleicht ist ja auch noch was geplant, man weiß es nicht. Aber es gibt hier auf jeden Fall jede Menge Platz für epische Bauwerke. Nur Gold hatten sie ja scheinbar. Nicht schlecht. Oder gibt es noch irgendwas im Untergrund, was ich übersehen habe? Ich glaube nicht, ne? Also man sieht hier noch so ein paar Gebäude. Genau. Hier ein Biegen. Table ohne Biegen. Einfach ganz, ganz viele Eisenblöcke. Aber kein Beacon-Laser, okay. Ja, ansonsten nicht schlecht. Weil sollte ich generell öfter mal im Untergrund gehen, weil dann sieht man auch, was hier alles so unter der Erde lauert. Automatisierte Farms und so. Ist klar. Ja, auch sehr beeindruckend. Bestimmt nicht wenig Zeit reingeflossen. So, und hier haben wir ein Empire of Order Außenposten. Das war auch eine große Fraktion, mit der... Ja, ich glaube, also es war ganz interessant, weil man hat so gesehen, wie sich so politisches RP entwickelt hat, ne? Reiche, die gegeneinander anfangen, Kriege zu führen wegen irgendwelchen belanglosen Angelegenheiten. Manchmal auch weniger belanglos, zum Beispiel das Ender Dragon Eye. Ne, das gab es nur einmal. Wurde halt immer, das war das einzige, einzigartige Item. Einzige, einzigartige. das sollte es halt nur einmal geben und um dieses Item wurden zum Beispiel auch Kriege geführt. Ich glaube nicht das Empire of Order, aber es ist schon interessant. Sehr, sehr schönes Dorf. Aber es ist nur ein Außenposten. Wie gesagt, wir gehen jetzt mal zum ganzen Reich. Das ist, glaube ich, hier vorne. So, ich bin wohl falsch abgebogen. Das ist gar nicht die Empire of Order hier. Das hier ist Medbay am Südring. Aber auch sehr episch. Diese schwarzen Mauern. Und da hinten diese Lichtstrahlen. Das Gebäude mit dem Kirschbaum und so. Aber das mit den schwarzen Mauern und dem schwarzen Grund. So eine Art Vulkaninsel. Sehr, sehr schön. Guck, das zieht sich einmal um die ganze Insel. Das ist auch ein Riesenaufwand, sowas zu bauen. Das könnt ihr glauben. Wir gucken uns das Gebäude gleich mal näher an. War das schon auch sehr eindrucksvoll. Ich glaube, Medbay am Südring war mit einer der größten Kriegstreiber dieser PvP an. Man muss aber sagen, Lordaeron, also ne, diese Großstadt, die ich euch vorhin gezeigt habe, die hat sich, glaube ich, auch auf ein paar Konflikte eingelassen. Dann hat sich hier alles hochgeschaukelt. Eine sehr reale Simulation von realer Politik. Irgendwelche riesigen Streitigkeiten wegen belanglosen Dingen. Ja, sehr, sehr cool. Finde ich echt toll. So eine schwarze Festung auf schwarzen Stein. Sehr, sehr schick. Medbay am Südring. Großes, großes Kompliment. So, jetzt gehen wir mal zum Empire of Order. So, angekommen beim Empire of Order. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, aber tatsächlich führt auch ein Weg hierhin, der auch scheinbar schön gebaut wurde. Oder alias die Rote Ordnung, wenn ich es richtig gelesen habe. Genau. Alles sehr rot und kommunistisch angehaucht. Was nochmal den politischen Aspekt betont. Ministerium. Aha. Uiuiui. Schlecht. Echt, also, ich kann... Ah, Venny.
Ich kann euch gar nicht sagen, wie beeindruckt ich davon bin, dass Leute so viel Zeit und Energie und Kreativität aufwenden, um solche Sachen zu bauen. Also echt, jeder Stein wurde gesammelt, gefarmt, quasi platziert, überdacht und es ist einfach sehr, sehr eindrucksvoll. Also das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Haus, ehrlich. Hier haben wir den Zwillingsturm oder was? Von daher echt riesige Shoutout an alle Leute, die an dem Projekt teilgenommen haben und hier sich verewigt haben. Deswegen war es mir auch wichtig, hier einmal durchzufliegen und euch das alles zu zeigen, weil das soll ja hier nicht vergessen werden. Ne, dann können sich die Leute auch schön zurückerinnern oder das Video anschauen und sehen, was sie damals gebaut haben. Gegebenenfalls kann man die Map auch nochmal zum Download bereitstellen oder sowas, wenn das gewünscht ist. Ah, hier, ja, hier, so. So ein Konferenzsaal mit Thron. Sehr, sehr schick. Und hier gibt es halt auch generell ein paar Häuser, ähnlich wie Lordaeron. Wie gesagt, das ist ja auch das Tolle, dass sich quasi Leute zusammengeschlossen haben, um ganze Städte zu errichten. Ne? Jeder baut so seinen Teil. Aber allein dieser Stil, ne? Ah, wunderschön, wirklich. Kann man nicht anders sagen. Und hier haben wir ein kleines Dörfchen. Das Idiotendorf ist es, glaube ich. Die, oh Gott, das ist aber wirklich eine Massentierhaltung hier. Die Idioten heißt das Dorf. Und das ist das Dorf, an dem mein Boyfriend mitgebaut hat. Also ein schönes Baumhaus. Die haben mir, glaube ich, ah, hier leckt es ein bisschen, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich, weil hier so viele. Was ist das hier? Mein Gott, die haben sich wirklich. Die haben die Tiere, glaube ich, wirklich ziemlich gequält. Und hier war, glaube ich, tatsächlich so ein größeres Villager-Dorf. Da wollten die, glaube ich, die ganzen Häuser neu bauen. Haben sie auch teilweise gemacht. Die bauen aber auch noch aktiv auf dem Server, glaube ich. Genau. Und Villager. Sind das Hasenohren? Nee, hä? Was? Was ist das denn? Hä? Warum sind das Tiere? Okay, ich habe noch nie Villager mit dem Texture Pack gesehen. Vielleicht liegt es auch am Texture Pack. Das sind scheinbar einfach Hasenmenschen. Kommen wir zu der letzten Stadt, die ich euch zeigen möchte. Oder ich glaube, das ist sogar ein Königreich. Und zwar Moriana. Mit so typischen Mauern. Ah, das sieht auch sehr schick aus. Ich sage immer vor allem, das sieht schick aus. Aber es ist wirklich so. Ich habe großen, großen Respekt vor Leuten, die sowas bauen können. So, hier. Oh, ah, guck mal, sogar mit Bannern. Also jede Fraktion hat übrigens auch ihre Banner gehabt und so, das war auch ganz geschickt. Da konnte man die aufhängen, je nachdem, mit wem man sich verbündet hat und so. Der Schlossgarten hier mit Bäumen. Und das, ah, okay, ist noch nicht ganz fertig, aber sehr eindrucksvoll. Weil ich denke auch, allein solche Mauern zu bauen und so, und das kostet ja so viel Zeit und Motivation. Am Ende fängt man so ein riesiges Ding an und hört vielleicht mittendrin auf. Aber wie gesagt, es wird ja teilweise auch noch gespielt. Von daher, das scheint groß zu werden. Sogar mit dem Banner als Boden, auch eine richtig gute Idee. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, hat ja nicht so gut geklappt. Ich wollte mich hier in Survival-Mode setzen und bin einfach gestorben. So, dann enden wir mal bei meinem Bauwerk. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Harry Potter und die Kammer des Schreckens, oder? In der Kammer des Schreckens, diese Statue, wo die Schlange rauskam. Ich wollte euch das auf jeden Fall mal zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe auch, dass ihr hier das ein oder andere Bauwerk erkannt hat, wo ihr mitgewirkt habt oder die Stadt, die ich gezeigt habe, wo ihr mitgewirkt habt. 40 Leute haben, glaube ich, mitgewirkt hier oder 50 teilweise. Manche, wie gesagt, kleinere Sachen. Hier habe ich jetzt auch nicht komplett alles gezeigt. Es gibt auch manchmal so einzelne Häuser oder so in der Welt. Das ist eine riesige Map. Ich kann die ja mal einblenden. Für so eine Übersicht. Und wie gesagt, der Server ist noch ein bisschen online, also baut gerne noch was. Und ich danke nochmals wirklich in aller Deutlichkeit an jeden, der hier mitgewirkt hat. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!